Hallo zusammen. In diesem Video oder diesen Videos, das habe ich jetzt noch nicht entschieden, geht es um die Herstellung dieser Querbalken für meinen Balkon. Bevor es losgeht, gestattet mir ein kurzes Vorwort technischer Natur. Denn dies ist insofern ein besonderes Video, als dass ich zum ersten Mal, abgesehen von dem Gimbal-Video, mein neues iPhone benutze, um hier mein Tun zu filmen. Und dabei spiele ich insbesondere mit den verschiedenen Kameramodi ein bisschen herum, insbesondere auch mit dem Kinomodus. Das ist ein Modus, den ich jetzt auch gerade benutze. Da sollte ich scharf abgebildet sein, während der Vordergrund und der Hintergrund so ein bisschen verschwommen wirkt. Aber auch mit den verschiedenen Zoom-Stufen und dem Action-Modus spiele ich herum. Verzeiht mir, wenn das nicht immer perfekt ist. Beispielsweise vergesse ich schon mal, die Autofokus-Verriegelung zu aktivieren und dann schwimmt die Schärfe manchmal so ein bisschen zwischen verschiedenen Bereichen hin und her. Im Laufe des Videos wird das besser. Da kenne ich mich dann schon ein kleines bisschen besser mit der Kamera aus oder mit dem iPhone. Ich wünsche trotzdem viel Spaß. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare am Ende des Videos, wie ihr meine Kameraarbeit findet, ob das besser ist als vorher, ob ihr es furchtbar findet. Würde mich wirklich interessieren. So, jetzt aber los mit dem Projekt. Das hier sind die Balken, um die es geht. Das waren einst die Mittelpfetten unseres Dachstuhls. Diese Balken sind 12 cm breit, ein bisschen mehr als 25 cm hoch und bis zu 4 Meter lang. Ja, die waren einst viel länger. Die haben die beim Abriss in Stücke zerteilen müssen. Ansonsten hätten die diese über 12 Meter langen Balken gar nicht erst herunterbekommen. Der hier ist nur 2,75 Meter lang. Ich brauche 2,90 Meter ungefähr. Den können wir also nicht nehmen. Aber bei den 5 Balken hier, da haben wir die freie Auswahl. Ich brauche 3 Stück. Ja, die Balken wiegen natürlich ein bisschen was, aber sie sind nicht so schwer, wie sie aussehen. Oder ich bin stärker geworden. Keine Ahnung. Jedenfalls sind die jetzt natürlich hier so ein bisschen nass geregnet, aber das ist nur oberflächlich, das stört nicht. Jetzt muss ich erstmal von allen Seiten hier ein bisschen was herunterhobeln. Der Balken ist mir zu groß, zu unhandlich und zu schwer, um ihn über die Abrichte oder durch den dicken Hobel zu ziehen. Stattdessen werde ich jetzt hier mit meinem Elektrohandhobel arbeiten. Dieses Exemplar hatte ich vor einigen Jahren gebraucht gekauft. Der ist aber noch recht gut in Schuss. Die Schneiden sind noch scharf und falls nicht, ich hätte noch Ersatz. Ich kann hier die Spanabnahme einstellen. Zurzeit steht sie auf 2 mm. Ich kann raufgehen bis 3,5 mm oder bis 0,1 mm hinab. Handschuhe sollte man beim Hobeln nicht tragen, auch wenn die Finger dabei kalt werden. Aus Sicherheitsgründen. Ich werde jetzt mal mit einer mittleren Spanabnahme von 2 mm beginnen. Man kann ja immer noch grober werden, falls nötig, oder sich feiner herantasten. Es geht hier auch gar nicht darum, diesen Balken komplett plan zu bekommen. Es geht darum, diese oberste Schicht aus Patina und Algenmatsch zu entfernen. Ja, der Balken lag ja jetzt über ein Jahr lang draußen, die letzten Wochen davon auch komplett im Freien. Da hat sich natürlich so ein bisschen Algenmatsch gebildet. Das ist nicht weiter schlimm, der ist jetzt nicht vergammelt oder sowas. Aber trotzdem möchte ich diese oberste Schicht entfernen und ganz wichtig, vorher auch nochmal schauen, ob ich nicht irgendwelche Metallteile vergessen habe. Ich hatte ja viel Arbeit dahingehend aufgewendet, diese Metallteile herauszuziehen, angefangen von den groben Balkenschuhen bis hin zu kleinsten Tackernadeln. Aber auch solche Tackernadeln, wenn es die festeren sind, können mir so ein Hobelmesser hier zerschrammen. Von daher lieber nochmal nachgeschaut, als nachher die Hobelmesser kaputt zu haben. Yeah.
Als Muster sieht das zwar ganz lustig aus, ist aber natürlich noch nicht zufriedenstellend. Teils ist es dem geschuldet, dass ich den Hobel wohl schief gehalten habe, teils dem, dass der Balken in sich verdreht und auch leicht geschüsselt ist. Ich werde jetzt nochmal mit dem Hobel und einer deutlich feineren Spanabnahme in die andere Diagonalrichtung über den Balken drüber gehen. Das sieht doch schon deutlich besser aus. Naja, größtenteils jedenfalls. Das war übrigens ein Abtrag von einem halben Millimeter. Ich könnte jetzt versuchen, weiter zu hobeln. Wiederum mit einem halben Millimeter oder weniger Abtrag, vielleicht in Längsrichtung, dann nochmal in Querrichtung, dann nochmal diagonal, hier und da. Aber schlussendlich würde ich dadurch nur eine Menge Material wegnehmen, ohne dass ich die Riefen des Handhobels ganz wegbekäme. Vermute ich zumindest. Deshalb werde ich jetzt im Anschluss an das Hobeln mal meinen Bandschleifer ausprobieren. Da habe ich mir mal diesen Rahmen gekauft, diesen Schleifrahmen. Damit sollte das ganz gut gehen, zumindest wenn ich ein grobes Schleifpapier benutze. Die Idee mit dem Schleifen an sich war ja nicht schlecht, aber die Riefen sind zum Teil zu tief, einen halben Millimeter, wie gesagt. Daher werde ich mich jetzt doch mit dem Hobel erstmal stückchenweise herantasten mit feineren Spanabnahmen und am Ende gegebenenfalls nochmal drüber schleifen. Na bitte, das sieht doch schon ziemlich gut aus. Ich gebe zu, ich habe jetzt extra für die Kamera vor allem diesen Teil hier bearbeitet. Da vorne und hier hinten, das sieht noch genauso aus wie zuvor. Das mache ich aber jetzt alles abseits der Kamera. Auch die anderen Seiten. Und dann sehen wir uns gleich wieder, wenn die Balken soweit gehobelt und geschliffen sind. Ja, das nenne ich mal Timing. Was ich sagen wollte, das nenne ich mal Timing. Auf den letzten Zentimetern hier in dem Balken ist mir das Schleifpapier gerissen, das letzte von den 40er Schleifpapieren. Ja gut, aber ich bin ja gerade so fertig geworden im allerletzten Moment. Es hat jetzt doch den ganzen Tag gedauert, also 8 Stunden etwa. Wobei man der Fairness halber sagen muss, wenn ich filme, dann dauert das immer ein bisschen länger. Also sagen wir mal 2, 2,5 Stunden pro Balken, ohne dass ich gefilmt hätte. Jedenfalls sind die Balken jetzt soweit und hier hatte ich tatsächlich noch ein bisschen Metall vergessen. Das muss ich euch mal aus der Nähe zeigen. Und das sind ja noch nicht mal kleine oder wenige Metallstücke. Ihr seht, hier sind ein paar richtig fette Nägel drin. Ich nehme an, dass sich hier ein Balkenschuh befunden hat, der irgendwie abgebrochen oder abgeflext worden war, sodass ich an dieser Stelle tatsächlich nicht die Chance hatte, das zu sehen, unter der obersten Schicht, die hier drauf war. Meine Hobelmesser waren von diesen dicken Nägeln tatsächlich relativ unbeeindruckt. Ich bin ja einmal mit dem Hobel da drüber. Dann habe ich meinen Fehler bemerkt. Also es kann durchaus sein, dass ich Glück hatte und der Hobel gar nicht erst die Nägel berührt hat. Immerhin habe ich die auch nicht gesehen. Also es kann sein, dass sie weit im Holz drin waren. Die andere Variante, dass er die Nägel tatsächlich gekappt hat, halte ich für unwahrscheinlich. Denn an anderer Stelle haben meine Hobelmesser 2 winzig kleine Schaden mitbekommen. Ich habe vermutlich irgendwo eine Tackernadel übersehen, aber ich weiß bis jetzt nicht, wo das gewesen sein soll. Naja. Ich habe, wie gesagt, noch Ersatzhobelmesser und wenn das Projekt hier beendet ist, dann kann ich den Messer mal austauschen. So,
Für heute mache ich Feierabend, es ist schon dunkel und 7 Uhr abends. Ich muss auch aus lärmtechnischen Gründen jetzt aufhören. Aber gut, mit dem Hobeln und Schleifen bin ich jetzt eh fertig. Morgen, für mich, geht's weiter hier mit dem Stemmen der Zapfenlöcher. Und auf der anderen Seite fehlen noch die Aussparungen, um später diese 4 Meter langen Balken hier oben draufzusetzen.